Medizinische Physik, und zwar es geht um die potenzielle und die kinetische Energie. Also wir machen das jetzt erstmal rein mechanisch, weil es aus der Vorstellung besser geht. Stellt euch mal vor, wir haben hier eine Eisenkugel in der Hand und lassen die dann los und die fällt dann auf den Tisch. Dann knallt es, wenn die unten auftrifft. Bäm. So, wenn ich die Kugel oben festhalte, hat sie eine gewisse potenzielle Energie. Das heißt, Potenz, sie könnte irgendwas anrichten. Sobald ich die aber loslasse, fängt sie was an zu richten, nämlich sie wird schneller. Aber hier unten richtet sie wirklich was an, es knallt und der Tisch geht vielleicht kaputt oder es wird eine Delle drin sein, es gibt Verformungsarbeit, an der Stelle wird es ein kleines bisschen wärmer und so weiter und so fort. Wie der Energieerhaltungssatz aussieht, erkläre ich dann an diesem Beispiel gleich nochmal. Aber eins dürfte klar sein, je höher ich das Ding hebe, umso größer wird meine potenzielle Energie. Und das höre ich, wenn ich die nämlich aus größerer Höhe fallen lasse, dann knallt es hier unten lauter. Man könnte sagen, je höher, desto Knall. Ich habe das, geht nochmal auf die Links, die hier oben erscheinen. Ich habe die nicht umsonst hier reingemacht, weil dann muss ich hier nicht so lange drauf eingehen. Wer es noch ganz genau wissen will, der guckt hier immer oben in den Links. Wenn ihr draufklickt, hält das Video an. Für alle die, die das noch nicht wissen, weil sie von der Seite in diese Playlist eingestiegen sind. So, also die potenzielle Energie, E, Energie, potenziell, wird berechnet, also aus der Masse mal Erdbeschleunigung mal Höhe. Masse, je höher die Masse, umso lauter bumst es, ne? Die Erdbeschleunigung, wenn ich das auf dem Mond mache, wird es nicht so schnell werden, diese Kugel. Und je höher ich es hebe, das hatte ich gerade eben gesagt. Die kinetische Energie hat auch was mit der Masse zu tun. Und mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, die diese Masse hat. Allerdings davon nur die Hälfte. Wie das sich zusammensetzt, hoffe ich, dass ich den Link noch unterkriege. Der mechanische Energieerhaltungssatz lautet erstmal bloß so: Die potenzielle Energie wandelt sich um in die kinetische Energie und ist demzufolge gleich groß. Nebenbei. Wer sich das mal anguckt, wenn ich m mag mal h und ein halb m mal v² einsetze und durch m teile, dann fallen die beiden m's raus. Das hat Galilei auch mal nachgewiesen. Aber jetzt nochmal zurück, wieso ist das eine gleich dem anderen? Wenn ich etwas hochhebe, dann kann ich mir vorstellen, schon alleine von der mathematischen Formel, je größer die Höhe wird, umso größer muss das Produkt von m g mit der Höhe sein, sodass die Hubarbeit, W wie Work, dass die Hubarbeit letztendlich auch wirklich von der Höhe abhängig ist. Je, das ist auch ein Weg, ne? Bloß dass der Weg hoch zeigt, deswegen nimmt man gerne H. Je höher ich also etwas hebe, umso mehr muss ich an Arbeit aufwenden. Demzufolge, was ich eben gesagt habe, ist die potenzielle Energie umso höher, je höher ich das gehoben habe. Sobald ich es loslasse, Finger weg, aufmachen die Hand, fallen lassen, dann wird diese potenzielle Energie, die es hier oben hatte, in kinetische Energie umgewandelt. Kinetisch deswegen Kino, die bewegten Bilder, denkt daran. Und die kinetische Energie, kann man demzufolge schlussfolgern, muss auch von der Höhe abhängig gewesen sein. Ich hoffe, das ist ausreichend erklärt. Wie gesagt, ihr könnt auch, wenn diese Links hier oben kommen, könnt ihr auch nochmal auf dieses i klicken und seht dann alle Links nochmal. Also ihr könnt auch andere Themen dann nochmal verfolgen. Zur Berechnung. Die Berechnung ist eigentlich billig und zwar einmal mache ich es mechanisch und einmal, also mechanisch und biologisch, weil ich einen Stabhochspringer nehme und einmal rein biologisch und das sei mal ganz kurz erläutert. Ich habe einen Stabhochspringer, der hat eine Masse von 80 Kilogramm, läuft an und zwar ist er am Ende, bevor er den Stab einsticht, 10 Meter pro Sekunde schnell. Wir nehmen mal nicht 9,81, sondern als Erdbeschleunigung 10 Meter pro Quadratsekunde. Das reicht jetzt für unsere überschlägigen Berechnungen. Wenn ich jetzt raus haben möchte, wie hoch kann ich die Latte legen? H-Latte. Also nicht die Milch, ne, sondern von der Stabhochsprunglatte. Wenn ich das rausbekommen möchte, dann setze ich einfach dem Energieerhaltungssatz die potenzielle und die kinetische Energie gleich. Wenn ich durch m teile, das ist ein Fortschritt oder ein Vorteil, dann fallen mal schon die beiden m's raus. Das ist nicht schlimm. Ich teile noch durch g, dann habe ich h, die Formel so. Gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, guckt hier, oder ich werde es wahrscheinlich zum Schluss bloß noch reinkriegen, nochmal zum Thema, wie stellt man Gleichungen um oder irgend sowas. Oder guckt in anderen Videos nach, sucht in der Playlist und gebt das entsprechende
In meinem Kanal gebe das entsprechende Wort ein. So, wenn ich jetzt in diese Formel, die 1, die habe ich deswegen durchgestrichen, weil man sie sich schenken kann, wenn ich hier also in V² durch 2 und g die Werte einsetze und entsprechend, hier habe ich extra glatte Werte genommen, entsprechend kürze und auch die Einheiten kürze, dann bleibt Meter übrig. Demzufolge könnte er mit dieser Anlaufgeschwindigkeit, wenn er alles richtig gemacht hat und die Technik gut war, 5 Meter hoch springen. Gut, jetzt zur biologischen Seite. Ich habe eine Flüssigkeit, die heißt mal in diesem Fall Wasser. Ich könnte auch Blut sagen. Die Dichten sind ähnlich. Blut hat ein bisschen höhere Dichte als 1 Gramm pro Kubikzentimeter. Ich hätte auch sagen können 1 Kilogramm pro Kubikdezimeter. Aber ich habe hier nur 80 Milliliter und ich habe mal gerade eine Fließgeschwindigkeit von 7 Zentimeter pro Sekunde angenommen. Das ist wenig. Und ich möchte mal die kinetische Energie dieser Menge Wasser ausrechnen, die da gerade durch die Gegend fließt. Die typische Formel Ekin ist m mal v² durch 2. Ich muss mir mal ein halb, hier so wie ein halb m mal v² schreiben, sondern ich kann auch alles durch 2 teilen, ist dasselbe, rechnerisch. Und wenn ich dann solche Werte hier einsetze, dann wird es eklig. Denn ich möchte ja zum Schluss Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde mal Meter rausbekommen, also Newtonmeter. Das wird so kaum gehen, also wandle ich den ganzen Kram nochmal entsprechend um. Einheiten umwandeln. Wie gesagt, zum Schluss kommt, glaube ich, nochmal, werde ich nochmal den Link einfügen. Sodass ich aus 80 Gramm 0,08 Kilogramm mache und aus 7 Zentimeter pro Sekunde 0,07 Meter pro Sekunde. Und aus den 80 Millilitern mache ich 80 Kubikzentimeter. Und demzufolge kann ich auch diese 80 Gramm ermitteln, die ich dann zu 0,08 Kilogramm mache. Wenn ich das einsetze und quadriere, woher kommt die 49? 7 mal 7. Beziehungsweise die 0,0049 kommt aus 0,07 mal 0,07 und so weiter. Dann kann ich auch mit dem Taschenrechner, ich habe es hier im Kopf gemacht, das ausrechnen. Wenn ich die Einheiten mir angucke und die mal alle, das macht man am besten so, dass man die alle hinter die Zahlen schreibt, dann sehe ich, da steht Quadratmeter, kann ich als Meter mal Meter auffassen. Dann steht also Kilogramm und Meter pro Quadratsekunde, was dann Newton ergibt und das restliche Meter schreibe ich dahinter, Newtonmeter, und das ist nun mal eine typische Energieeinheit. Jetzt fragt sich so mancher Mediziner, was soll denn der Käse? Es wird nicht jeden Mediziner direkt interessieren, wie hoch die kinetische Energie des Blutes ist, aber die Physiker unter euch, die also physikalische Medizin studieren, die würde es vielleicht doch interessieren, denn wir lassen das Rote jetzt erstmal weg. Nehmen wir mal an, wir hätten einen blaublütigen Typen und schicken durch dessen Adern blaues Blut. So, ich schreibe mal Ekin A, habe ich extra hingeschrieben, weil ich hier 1 und 2 hinschreibe. Ich hätte auch 0 hinschreiben können. Oder schreiben wir 0 hin. So, okay. Dann ist doch Folgendes, wenn diese kinetische Energie dieser Blutmenge, die hier durchfließt, an eine Verzweigung kommt, die normal funktioniert. Ich habe hier aber eine enge Stelle eingemalt, komme ich dann drauf auf den roten Pfeil. Dann kann ich doch sagen, dann ist die kinetische Energie dieses Teils, der hier lang fließt, plus dieses Teils, also die Summe der beiden kinetischen Energien, 1 und 2 habe ich als N zusammengefasst, wieder gleich der Ausgangsenergie. Das ist aber in der Praxis leider nicht so, denn es gibt Schwierigkeiten innerhalb unserer Gefäße. Es verengt sich was. Es gibt Ablagerungen, es gibt Rauigkeiten. Oder. Solche Dinge. Plötzlich muss ich wieder auf die Volumenarbeit kommen. Denn bei einer engeren Stelle steigt der Druckgradient. Wenn der ansteigt, na dann habe ich Druck zu überwinden, der vorher eigentlich gar nicht vermutet wurde. Denn wenn hier alles glatt liefe, also keine Verengung wäre, wäre keine extra Volumenarbeit nötig. Volumenarbeit bedeutet aber wieder Belastung des Kreislaufsystems, vor allem der Hauptpumpe, die den Druck erzeugt und so weiter und so fort. Das ist eure Sache, macht ihr was draus. Ich wollte nur mal kurz zeigen, dass es eigentlich gar nicht so schwer ist, den ganzen Kram zu verstehen und auszurechnen. So, ich hoffe, ich habe es ausreichend erklärt, würde mich auch mal über einen Daumen freuen, habe ich lange nicht gekriegt und verbleibe mit besten Wünschen fürs Wochenende. Macht's gut, tschüss.